So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Worm Total War. Jetzt will ich mal hier eben kurz noch den Timer stellen. Das vergesse ich ja immer so oft. Und das fällt mir dann immer erst ein, wenn ich die Aufnahme schon starte. So, zack. Ja. Wir legen auch hier gleich los, ohne viel rumzuschnacken. Und zwar wollen wir uns hart raulen. Aber ich sehe hier gerade Sinope. Ah, bevor da gleich noch was ausbricht. So, Hatra wollen wir haben. So, mit welcher Armee greife ich an? Ah, dann mache ich das wieder so. Die nehme ich wieder und die kommt als Verstärkung. Das hat eigentlich relativ gut geklappt und ich sehe, hier sind kaum Verluste. Dann machen wir das mal. Dann greifen wir jetzt mal die Stadt Hatra an. Und wir sehen keine Chance. Hier hat nur zwei Männer. Kommt zur Verstärkung. Zwei Männer. Zur Verstärkung. Naja, dann wollen wir dem Treiben jetzt mal ein Ende setzen. Und diese Stadt werde ich auch komplett ausradieren. Alle Bewohner in ihr müssen vernichtet werden, weil sie den Sassaniden angehören. Und alle Bewohner von sarmatischen Städten werden auch ausgerottet. Schon aus dem Grund. Kommt! Schon aus dem Grund, was die mir angetan haben. So, dann stellen wir den Tom hier gleich mal näher ran. Rambock! Der Feind hat Verstärkungen gerufen und versucht so jämmerlich seine Haut zu retten. Na, was hast du denn hier? Ihr seid Steinschleuderer. Wow. Was habt ihr? Wo wollt ihr hin? Zwangssperrträger. Oh, die sind ja natürlich nicht so toll. Ist ein General mit bei? Ist das so ein Improvisierter oder ist das richtig ein Familienmitglied? Naja, hier kommen auf jeden Fall meine Verbündeten. Mit Tunnelgräbern, aber niemand nutzt irgendwie die Tunnel. Wo ist denn der Rambock? Habe ich denen nicht eigentlich auch einen Rambock gegeben? Ach, scheiß drauf. So, hier kommen auch nochmal zwei Typis angaloppiert. Ah, nee, angelaufen auch noch. Oh Mann. Nee, das ist nur ein ganz normaler General bei denen da hinten. Unsere Belagerungstürme haben die Mauern erreicht. Es wird hart gekämpft werden, um die Verteidigung zu überwinden. Aber schießen die Türme? Meine Soldaten? Die Ingenieure haben zu graben begonnen. Bald werden die Mauern einstürzen. So ist das Glück und die Götter wollen. So, von hinten werden meine Leute jetzt natürlich getroffen. Oh, die buddeln jetzt. Dann buddelt mal. So, die gehen auf den Turm hier. Ah, die brauchen noch ein bisschen länger. So.
Genau, so muss das sein. Schickt mal die Priester vor. Die greifen als erstes an. Die nehmen überhaupt gar keinen Schaden. So, hier werden jetzt noch ein paar Leute mehr geholt. Zack, schön alle rein da. So, hier oben haben sich eigentlich mittlerweile genug versammelt. So langsam könnte der Belagerungsturm jetzt mal seine Klappe da aufmachen. Damit sich meine Truppen entfalten können. Macht es gleich bumm und all diejenigen, die da stehen, sind gleich weg. Warum auch immer die da rumstehen. Da bröckelt es schon ab. Oh, jetzt hauen sie ab. Jetzt merken sie, die Mauer bricht ein. Ja, genau, lauft mal lieber schnell weg. Sicher ist sicher. So, die Mauer stürzt immer mehr ein. Zack. Na los. Hau weg die Scheiße jetzt. Bumm. Jetzt kommen sie hier wieder aus ihren Löchern gekrochen. Und die Kavallerie stürmt rein. Na? Ah. Dann mal los. Hallo, hoch da. Ja, wir können wir auch jetzt von zwei Seiten an. Das heißt, ob so oder so, die haben keine Chance. Erstmal sind sie in der Unterzahl. Zweitens haben sie keine so guten Truppen wie wir. Gut, wir haben jetzt auch nicht das Beste vom Besten, aber... immer noch bessere Truppen als die. Ja. Wir sehen ja, was hier angerichtet wird. Bei den Göttern. Unsere Soldaten haben heute gut gekämpft. Die Mauern sind besetzt. Die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg. Wir sind das Volk. Hier sind um. So, jetzt sind sie jetzt ist ganz vorbei. Die stürmen schon mal ganz rein. Wir machen das hier hinten lieber ein bisschen gemächlicher. So, dann nehmen wir auch mal das Tor ein hier. Stellen uns dann hier auch gleich mal schön in so einer Quadratformation auf. Oh, genau, geht da mal rein.
So. Jetzt alles rein da. Gleich richtig zermürben da den Feind. Gleich keine Chance erst geben. So, hier sind Bauern oben. So, erstmal alles was rein, was geht. Die Bogenschützen kommen mal ganz nach vorne. Und schießen dann gleich mal mit Feuerpfeilen auf den Feind. Ja, sieht ganz beschissen aus für die Sassaniden. Aber naja, wer sich gegen das Oströmische Reich erhebt, der wird in die Knie gezwungen. So, hier laufen meine kleinen Bogenschützen. Quetschen sich hier alle durch das Tor. Lauft! Lauft! Ja. Die werden von dem Turm da beschossen. Gut, jetzt wird nicht mehr geschossen. So. Und jetzt gleich Feuer frei. Kurdische Speerwerfer. Die wollen sich doch jetzt wohl nicht mal im Bogenschützen entgegenstellen. Was habe ich da hinten gesehen? Ist das der Mond? So halb da? Tatsächlich soll, glaube ich, so ein bisschen der Mond sein. So, jetzt wollen wir denen erstmal zeigen, wie geordnet die Römer sind. Egal, ob ihnen jetzt der Feind gegenübersteht oder nicht. Es geht immer alles geordnet zu. Tja. Damit hat jetzt wohl niemand gerechnet. Der ist weg. Na los, tötet ihn. Der feindliche General wurde getötet. Und nun lernen seine Männer das Fürsten. Ein guter Zeitpunkt, um den Angriff zu verstärken. Ich schicke mir die Truppen mal hier hin. Ja, dumm gelaufen.
und sie blickten in die Gesichter der Bogenschützen und sahen nur noch die Pfeile auf sich niederprasseln. Na, wollen die tatsächlich angreifen? Die wollen tatsächlich angreifen. Na gut, dann beweisen sich meine Bogenschützen jetzt auch noch im Nahkampf. Und da haben sie sich schon im Nahkampf bewiesen. So, stellen wir mal auf normale Munition um. Wenn wir dann die da hinten angreifen, dass wir nicht unsere Verbündeten verbrennen. So, die werden jetzt sehr dezimiert. Ah, die rennen ja nur noch. Hin und her und her und hin. Jetzt läuft. So, jetzt mal ein bisschen im Sprint, damit wir unsere Verbündeten unterstützen können. Lobet die Götter! Der feindliche General wurde getötet und Furcht erfüllt nun die Herzen unserer Feinde. Na, sind ja nur zwei übrig. Na, ist ja nur noch einer übrig. Rom verlangt von Feldherren Siege und dieser Tag ist für uns ein klarer Sieg. Weg sind die Schweine. Elf Stück haben überlebt. Oha. Das finde ich aber nicht so toll. Sieg! Rom hat gesiegt. So, ganz klar Bevölkerung ausradieren. Ja, da müssen wir auf jeden Fall den Christentum, das Christentum verbreiten, so. Oh, der erste Part ist vorbei. Dann stelle ich doch glatt mal die Uhr direkt für einen zweiten. Und sag, wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich.